Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Gaming-Podcast von Big Frank Gaming. Mein Name ist natürlich Frank, das wisst ihr ja mittlerweile. Und wenn ihr von mir nicht genug kriegen könnt, findet ihr mich auch auf YouTube als Big Frank Gaming, auf Twitter als Big Frank Gaming 1 und natürlich auch bei Facebook als Big Frank Gaming. So viel zu den Infos, die wichtig für euch sind. Und wir möchten in diesem Podcast heute mal wieder über Themen reden, die nicht nur euch oder mich was angehen, sondern natürlich auch Spieleentwickler und viele andere. Wir beginnen mal mit einer kleinen Richtigstellung aus dem letzten Podcast. Da kam der Kommentar auf, dass ich ja mit dem, was ich gesagt hätte, behaupten würde, dass man als Hetero-Mann oder als Hetero-Person leichter aus der Obdachlosigkeit rauskommen würde als beispielsweise als Gay oder als Trans oder divers, so nenne ich es mal. Ja, ich möchte jetzt hier keinen beleidigen oder sonst was. Meine Reaktion war als allererstes, dass ich mich sofort entschuldigt habe und gesagt habe, nein Leute, so war das jetzt überhaupt nicht gemeint. Das war falsch. Diese Abwehrhaltung von mir war absoluter Unsinn, weil es ist genau das, was ich sagen wollte. Es ist genau das, was ich meinte. Und es liegt ja nicht an mir. Damit beleidige ich ja nicht die Community. Ja, also damit möchte ich niemanden zu nahe treten oder sonst was. Aber es ist definitiv leichter, sich ein Leben aufzubauen, wenn man in Anführungszeichen normal ist, weil dieses Wort habe ich verwendet. Und das war vielleicht das Einzige, was daran missverständlich oder falsch war. Als normal empfinde ich persönlich die Norm. Das heißt, die Norm, die Gesellschaft definiert hat, das bin ja nicht ich, ich definiere das nicht. Ja, mir ist egal, ob ihr homosexuell seid, transsexuell, bisexuell, queer seid oder was es da auch sonst noch gibt. Ja, das möchte ich einfach nur an der Stelle mal festhalten. Nur es sieht nun mal so aus, dass ich bei einem Arbeitgeber oder bei einer Wohnungsvorstellung, je nachdem, was da für ein Vermieter oder was vor mir steht, bessere Chancen habe, wenn ich besser in die, in Anführungszeichen, Norm reinpasse. Ja, also, wie gesagt, das mache ja nicht ich. Nun, das war mir jetzt eine Sache, die mir am Herzen lag, ja, das klarzustellen. Ja, ich habe gegen niemanden auf der Welt was, egal welche Religion, egal welche Hautfarbe, sexuelle Orientierung oder egal wie bekloppt derjenige ist. Ja, ihr seid bei mir alle willkommen. Für mich seid ihr alle Zuschauer, Zuhörer. Ja, für mich seid ihr alle gleich. Mir persönlich ist das vollkommen Wurst und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Da wir aber gerade schon mal bei so persönlichen Geschichten sind, ihr hattet mich auch gebeten, dass ich mal ein bisschen über meine Lieblingsgames rede. Ja, also was sind Spiele, die mich persönlich beeindruckt haben, was sind Spiele, die ich immer gerne gespielt habe. Und das Ganze habe ich mal in drei Kategorien aufgeteilt, so in die Kategorie damals, gestern und heute. Ja, mit damals meine ich Spiele aus der grauen Vorzeit. Ja, also lange vor anständigen PC-Spielen, lange vor Konsolen, vielleicht auch gerade so zum Beginn von Konsolen noch, ja. Und da haben wir doch einige schöne Titel. Zum einen war das beispielsweise DuckTales. Das haben wir früher sehr, sehr, sehr viel gespielt. Ja, Wing Commander war eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich habe die Serie geliebt, episch. Ich habe als Kind da lange, lange, lange Zeit drauf hinsparen müssen. Ja, um mir da so ein Spiel leisten zu können mit 5 CDs damals am Amiga. Ja, also das war schon was richtig Besonderes. Aber noch lange davor waren Spiele wie, klar, Super Mario geht immer. Das ging natürlich auch immer. Gianna Sisters, der Super Mario-Klon am C64, absolut genial. Das habe ich auch mit Freunden immer wieder gezockt. Ja, dann auch so Spiele wie Bubble Bobble, ja, oder F-Zero, damals am SNES. Ja, das war schon das Super Nintendo. Das war nicht der erste. Den ersten habe ich tatsächlich nie gehabt. Das ist die einzigste Konsole, die ich nie hatte, das NES. Da habe ich jetzt nur den NES Mini, aber der bleibt hier schön ordentlich verpackt bei mir. Spiele von gestern, ja, da haben wir natürlich einiges. Es gibt so ein paar schöne Sachen aus der PS2, PS3-Ära, die schon eine ganze Zeit lang her sind, wo ich persönlich aber denke, die könnte man echt nochmal ausbuddeln, ja. Und das ist auch zum Thema Remastered oder Remake. Da sind noch ein paar Sachen dabei, wo ich denke, ja, das könnte wirklich, wirklich was geben. Ja, und das ist einmal beispielsweise der Titel Enslaved, Odyssey to the West. Absolut genial. Ich fand die Story episch, ich fand die Umsetzung klasse und ich fand auch das Spiel super. Ja, damals an der PS3. Jo, es war nicht das Highlight der Technik, aber ich finde, es war an der PS3 schon doch halbwegs so episch wie Horizon, ja? Also muss ich schon ganz ehrlich sagen. Dann natürlich Naughty Bear.
Ja, ihr wisst, ich bin immer so ein kleines bisschen böse veranlagt und ich mag es auch gerne mal den Schlechten zu spielen, ja. Deshalb ist Naughty Bear, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ihr spielt in einer Welt voll Bären. Spielt ihr den einen bösen Bären? Ihr versaut den anderen die Geburtstagspartys, stecht die Bären hinterrücks ab und all so eine Geschichten. Das Spiel war, glaube ich, sogar auf dem Index. Also ich fand das total klasse, das Teil. Ich glaube, mittlerweile ist das schon lange nicht mehr auf dem Index. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, was mich persönlich damals richtig, richtig geflasht hat, war Halo. Nicht, weil das Spielprinzip so geil war oder so. Ja, das ist halt ein Ego-Shooter, Punkt aus. Ja, kann man nichts sagen. Halo ist gut gemacht gewesen am Anfang, auch schon, ja. Also die ersten Teile waren auch schon klasse gemacht, technisch super. Aber mich hat die Story von Halo richtig, ich weiß nicht warum, aber die hat mich richtig geflasht. Ja, wie wir die Flat finden auf dem Ring und denken uns, diese riesen Ringwelt ist eine Forschungsanlage und am Ende stellt sich raus, das ist keine Forschungsanlage, sondern eine intergalaktische Waffe zum Ausrotten von ganzen Universen. Das fand ich schon richtig geil. In die Kante stößt dann auch so ein bisschen Mass Effect rein. Ich habe die Trilogie geliebt, die Mass Effect Trilogie. Ja, sie war technisch nicht optimal und ja, es gab bessere Sachen. Wir konnten nicht springen, wir konnten nicht vernünftig rennen. Ja, war ein bisschen buggy und aber das ist nicht schlimm, weil es war das erste Spiel, wo ich wirklich über alle drei Teile hinweg das Gefühl hatte, das, was ich entscheide, bringt mir was. Ich kann wirklich das machen, was ich will. Ja, ich muss keine gleichgeschlechtliche Beziehung führen. Aber wenn ich in einem Spiel eine Beziehung führen kann, dann möchte ich mich doch gerne dafür entscheiden, wie ich das machen möchte. Und da hat Mass Effect ja damals, sag ich mal, schon einen Meilenstein gesetzt, weil es das erste Spiel war, in dem man auch gleichgeschlechtliche Beziehungen oder auch mehrere Beziehungen oder sogar Beziehungen unterschiedlicher Rassen führen konnte. Also damit meine ich Aliens, ne? Jetzt nicht irgendwie hier Deutscher, Engländer, Mexikaner oder so, sondern mit Aliens, mit richtig Außerirdischen. Ja. Das sind halt so Sachen, wo ich dann gesagt habe, boah, das sind Sachen, die mir echt in Erinnerung geblieben sind. Auch ganz, ganz wichtig natürlich Gran Turismo. Gezockt bis zur Vergasung. Ich glaube, das kennen wir alle. Das ist das The Realistic Driving Simulator. Ja, Sonys Vorzeigerennspiel. Kommt jetzt übrigens am 3. März der 7. Teil raus. Ich bin schon echt gespannt, ob wir den kriegen für Gamevolution zum Review. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten kaufe ich es mir natürlich irgendwann. Was immer ging, war die Lego-Serie. Jedes Lego-Spiel ist immer genial, also es macht immer Laune irgendwie. Die sind nicht zu schwer, die sind nicht zu leicht. Wir erleben teilweise echt alternative Geschichten, neue Geschichten. Und es ist halt eben mal ein bisschen was zum Entspannen. Ja? Also bei Lego muss ich mich nicht groß anstrengen und kann trotzdem was reißen. Was mir auch sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht hat. Battlefield Bad Company 1 und 2. Ja, ich bin jetzt nicht so derjenige, der sagt so, oh geil, das neue Call of Duty ist draußen oder geil, das neue Battlefield ist draußen. Nee, da war ich nie so der Größte von, ja, ich habe Call of Duty und Battlefield, die Stories habe ich immer gespielt, aber Battlefield Bad Company, das ist sowas, so ein bisschen was Lustiges mit. Ja, da war ein Humor drin, der hat mir echt richtig, richtig gut gefallen. Das könnten sie von mir aus gerne nochmal machen. Dann natürlich die Assassin's Creed Serie ab der PS3, ich habe sie eigentlich alle gespielt. Fast bis auf, da könnte ich jetzt bestimmt 5-6 Stück aufzählen. Ich habe es leider nicht geschafft, sie alle zu spielen. Ich hätte sie gerne alle gespielt, aber ich habe sie alle hier. Also so viel Zeit habe ich aber leider einfach nicht, das alles nochmal nachzuholen. Und dann, als letztes habe ich hier noch auf meiner Liste Dragon Age. Ne, Dragon Age, das sind natürlich Sachen, die haben auch Laune gemacht. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich komplett hier noch hunderte Spiele aufzählen, die ich super fand. Aber das sind so die, wo ich dann sage, da habe ich mich dann doch dran erinnert. Ja. Und dann kommen wir natürlich zu den Spielen in der heutigen Zeit. Weil heute ist ja vielleicht auch wichtig. Ja, ich habe so ein kleines Guilty Pleasure. Einige, die meinem Kanal folgen, kennen das wahrscheinlich schon. Und die haben das auch schon mitbekommen. Ihr seid da nie so besonders begeistert von gewesen. Ja, es ist Genshin Impact. Ich liebe dieses Spiel. Ich weiß nicht warum. Es stimuliert irgendwie meinen Sammelwahn. Ja? Ich habe ja immer gerne gesammelt. Ich habe auch in Fortnite im Singleplayer-Modus, ich habe ja jeden Charakter musste ich ja haben. Ich musste alles sammeln. So gut es ging. Und das geht bei Genshin Impact eben auch. Ich finde es vor allem genial, wie sich die Macher um die Community kümmern. Ja, das heißt, wenn ich eine Umfrage bei denen ausfülle, fällt mir gerade ein, die ist aktuell noch offen, die aktuelle, dann habe ich das Gefühl, die lesen das auch wirklich.
wenn ich da ein bisschen was mehr reinschreibe, weil mehr als einmal sind schon meine Vorschläge und Wünsche respektiert worden. Kann natürlich auch nur Zufall sein, dass sich das 100.000 andere gewünscht haben. Genshin Impact kostet kein Geld. Ist ein gratis Spiel, das könnt ihr alle spielen. Ja, ihr könnt da Geld reinballern. Und ja, ihr könnt da richtig viel Geld reinballern. Ihr könnt in Genshin Impact richtig übel Kohle verlieren, ja. Also, das ist überhaupt gar kein Thema. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, aber es ist kein Pay-to-Win. Ihr könntet mit den Charakteren, die ihr kostenlos bekommt und mit denen ihr, ich sag mal, die ihr kostenlos erspielen könnt. Ja, ihr könnt euch viele 5-Sterne-Charaktere auch so erspielen, weil ihr die Ingame-Währung selber reinzocken könnt. Ich habe in einem Event über, was waren es, ich glaube 1800 oder waren es sogar 2500 Urgestein gemacht. Das ist Zeug im Wert von über 150, 200 Euro. Also ihr könnt euch das auch erzocken. Ihr braucht halt länger, deutlich länger. Ja, und kriegt wahrscheinlich auch nicht die Charaktere, die ihr gerne hättet. Es sei denn, ihr spart so lange. Aber es ist durchaus alles möglich, auch ohne echt Geld zu erreichen. Finde ich genial, das Spiel fesselt mich immer wieder. Ja, vor allem, wenn neue Inhalte kommen. Das Schöne ist, das Spiel lässt dich auch mal in der Zwischenzeit so ein bisschen in Ruhe. Ja, das heißt, es kommt ein Event, jetzt aktuell Straßenritual der Dunkelheit oder so heißt das, glaube ich. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Eben noch gezockt, jetzt nicht mehr im Kopf. Dafür habe ich, ich glaube, 35 oder 38 Tage Zeit gehabt, das zu erledigen. Ich habe zwischendurch mal kurz eine halbe Stunde gespielt und habe dann heute fast den kompletten Rest gemacht. Ich denke, ich werde nach dieser Aufnahme auch noch weiter zocken und werde das Straßenritual komplett beenden. Ja, also das ist schon eine coole Geschichte. Danach habe ich dann erstmal wieder ein bisschen Ruhe für Gran Turismo. Gehe nur täglich rein, erledige meine Tagesaufgaben, die 4-10 Minuten ist die Sache auch erledigt. Und beim nächsten Content-Update bin ich dann wieder voll dabei. Was mich allerdings auch echt fies mitgerissen hat, war Horizon Forbidden West. Das habe ich jetzt gestern beendet nach knapp 38 Spielstunden. Ich muss sagen, den Schluss habe ich auch ein bisschen gerusht. Also ich denke mal, nee, 48 Spielstunden waren es. Entschuldigung, Leute, Entschuldigung. Ja, also knapp 50 Stunden habe ich für das Spiel gebraucht. Wo ich dazu sagen musste, das letzte Drittel wollte ich immer schneller wissen, wie die Story weitergeht. Dann bin ich ein bisschen durchgerusht. Ich sag mal, wenn ihr nur die Story spielt, seid ihr wahrscheinlich in 30 Stunden durch. Ist durchaus drin. Wenn ihr ein paar Nebenmissionen erledigt, so wie ich, die euch interessieren und die ihr auch ganz nett findet, dann seid ihr bestimmt so bei 50, 55 Stunden locker. Ja, wenn ihr allerdings wirklich alles erledigen wollt, schätze ich persönlich mal, sind wir so bei 80 bis 100 Stunden. Ja, wenn ihr die Platin holen wollt. Also das ist schon ein bisschen Zeit, die da aufgewendet werden muss für. Ich finde es okay. Was ich nicht okay fand bei Horizon Forbidden West, ist das Ende der Story. Ich will euch jetzt an der Stelle natürlich nichts spoilern. Viele von euch wollen das Ganze natürlich auch noch selber erleben. Ich sag mal, ihr bekommt eine coole, epische Story. Fast so genial wie im ersten Teil. Nur halt natürlich nicht mit diesem Giga-Plot-Twist des Projektes Zero Dawn. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gespielt habt, also Zero Dawn ist ein Projekt der ausgestorbenen Menschenrasse und ihr werdet im Laufe des Spiels rauskriegen, was Zero Dawn ist. Und ich sag mal doch, es ist schon eine heftige Geschichte. Ja, wenn ihr das dann erfahrt. Das kann der zweite Teil leider nicht wiederholen. Ihr kriegt zwar eine gute Story und auch eine fette Story geboten, aber es fehlt so ein bisschen das Tüpfelchen auf dem i, das letzte Quäntchen. Und am Schluss werdet ihr mit einer Situation alleine gelassen, die nicht zufriedenstellt. Ja, ich sag mal, ich habe das Spiel genossen, bis hin so zum, ja, ich sag mal so das letzte Viertel und dann wurde dann langsam so, habe ich angefangen zu überlegen, so, oh, was passiert jetzt als nächstes? Hab mir Sachen zusammengesponnen. Normalerweise habe ich da auch immer recht, hatte ich diesmal nicht. Und dann kommt das letzte Drittel, also so die letzten paar Stunden von dem Spiel. Und ihr denkt, oh, jetzt kommt gleich der dicke, fette Höhepunkt. Und dann kommt der Bosskampf, der letzte, der große Endkampf. Und den habt ihr dann gewonnen. Und dann seid ihr doch irgendwie mit einer Situation, die nicht so ganz zusammenpasst, am Ende dann offen. Ja, also es fühlt sich nicht an, als wenn das Spiel abgeschlossen wäre. Und das hat mich echt ein bisschen gestört. Trotzdem war es eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und was heute natürlich immer geht, wo ich leider momentan viel zu wenig Zeit für habe, sind VR-Spiele. Ja, ich liebe alles, was mit VR zu tun hat. Absolut genial. Das ist für mich die Erfindung des Jahrtausends. Ja, ich war selten mehr in einem Spiel drin, wie in beispielsweise Resident Evil 7. Absolut genial. Ja, würde ich jederzeit nochmal spielen wollen.
wenn der nächste Teil rauskommt. Beat Saber. Super, selbst Drive Club hat in VR richtig Bock gemacht. Gran Turismo 6, das hat ja auch so einen kleinen VR-Modus. Nee, es war Gran Turismo Sport, nicht 6, ne? Egal. Auf jeden Fall, Gran Turismo hat ja auch diesen kleinen VR-Modus mit drin. Der war auch echt super, der hat Laune gemacht. Da habe ich mir extra Lenkrad mit Pedalen und Schaltung für gekauft, um das noch realistischer spielen zu können. Meine Frau ist nachher gekommen, die war mit den Hunden draußen und hat sich richtig übel beschwert. Bist du bescheuert, schreit die mich an. Ich habe dich bis zur Straße oben brüllen gehört. Ja, die Leute müssen ja meinen, dass du hier eine Orgie feierst, weil ich wohl die ganze Zeit dran war. So, boah, ist das geil, boah, ist das geil. Ja, also, das hat mich so richtig geflasht. Ja, also in VR ist noch so viel drin, das macht so dermaßen Laune. Ich freue mich auf PlayStation VR 2 echt, wenn das rauskommt dieses Jahr. Ich hoffe, dass das funktioniert ein bisschen besser als mit dem Steam Deck. Ja, weil da sind wir ja gerade persönlich und einige von euch haben das auch schon mitbekommen in den Kommentaren. So momentan habe ich eine dreimonatige Arbeitspause, die unser Gesetzgeber verurteilt, sage ich schon. Nein, verursacht hat, weil ich nur für eine Zeitarbeitsfirma arbeite und momentan hakt's echt an der Kohle. Dadurch, dass ich 3 Monate lang nicht arbeiten gehen darf, ne? Beziehungsweise nur auf Hilfsjobs oder sowas, ist das natürlich etwas fies, was das Geld angeht. Ich sag mal, ich werde alleine bar etwa 6.000 Euro in den 3 Monaten verlieren. 5.000, 6.000 Euro. Das ist schon echt mies. Also, ja, nicht ganz, aber ihr könnt euch vorstellen, dass da natürlich jeder Cent jetzt momentan zählt, weil ich hatte ja auch noch das Glück, dass mir im Dezember das Auto kaputt gegangen ist. So von jetzt auf gleich. Sollte eigentlich im Februar jetzt über den TÜV gegangen sein. Ja, wir hatten uns ein bisschen Kohle zurückgelegt, um die Karre reparieren zu können und um die 3 Monate hier ein bisschen ausbügeln zu können. Ja, ich hatte knapp 3.000 Euro hier liegen, also 1.000er für jeden Monat, dann hätten wir uns nicht groß einschränken brauchen, aber es musste ja unbedingt das Auto kaputt gehen, ne? Schwupps, Kohle wieder weg. Und jetzt stehe ich natürlich mit dem Steam Deck genauso auf verlorenem Fuß. Ich sag mal, ich glaube, ich gebe es langsam auf. Ich habe es mir jetzt 5-mal zusammengespart und 5-mal musste ich die Kohle wieder für irgendwelche Notfälle investieren. Ich glaube, das macht keinen Sinn mehr. Ja. Also wenn einer von euch das größte Steam Deck haben will, sagt mir Bescheid. Ich trete gerne meine Bestellung ab, sobald es soweit ist. Ja. Natürlich für den Preis, der auch von Steam aufgerufen wird. Ne? Ich nehme da keinen Cent mehr für. Das Einzige, was ihr drauf zahlen müsst, ist der Versand von mir zu euch. Wenn ihr es haben wollt, ich biete es euch nur an. Ja, wo könnte ich denn noch weitermachen in persönlichen Sachen? Ja, ihr werdet in der nächsten Zeit etwas weniger Videos von mir bekommen, wahrscheinlich, weil, na, ich weiß noch nicht so ganz. Wenn ihr das hier hört, werde ich wahrscheinlich gerade bei meinem Vater sitzen, dem es nicht so wirklich so gut geht. Kann sein, dass meine Videos sich in nächster Zeit etwas einschränken. Aber das soll mal nicht euer Problem sein. Der wöchentliche Podcast kommt auf jeden Fall. So, aber jetzt bleiben wir wirklich mal bei den Themen, die in der Games-Industrie jetzt gerade wichtig sind. Ich denke, man braucht nicht groß drüber zu reden. Die Situation in der Ukraine habt ihr alle mitbekommen. Braucht man nicht wirklich groß drüber zu reden. Will ich auch gar nicht viele Worte zu verlieren, aber ich möchte einen Satz oder zwei Sätze da doch zu sagen, weil ganz ehrlich, es kotzt mich wirklich an, wie viele YouTuber und Influencer und TikToker jetzt versuchen, Geld damit zu machen. Die versuchen, Reichweite zu generieren, indem Menschen, die keine Ahnung von Politik, Wirtschaft oder Militärführung haben, uns zu erklären, was passiert, wenn es Krieg in Europa gibt. Leute, es ist absolut respektlos, eure Community aufbauen zu wollen, indem ihr schlecht recherchierte Artikel oder Beiträge macht zu einem Krieg, in den ihr weder involviert seid, noch von dem ihr überhaupt Ahnung habt. Sorry, das musste an der Stelle einfach mal raus. Ich sehe jeden Tag mindestens 10 Videos bei YouTube und mindestens 20 Videos bei TikTok über das Thema, die uns erklären wollen, wie die Welt funktioniert und selber komplett keine Ahnung haben, wovon sie da reden. Ja, das ist genauso wie, was passiert, wenn Deutschland in den Krieg eintritt. Wenn Deutschland in den Krieg eintritt und von Russland angegriffen wird, dann ist Deutschland russisch, Punkt. Wir haben kein Militär, das die irgendwie aufhalten könnte. Es sei denn, die Amerikaner kommen uns zur Hilfe. Also, nee, aber bevor ich mich da aufrege, ich denke, ich werde da noch genug Streitgespräche im Privaten führen von Leuten, die meinen, sie wüssten alles. Ja,
Also das ist momentan wirklich so eine Sache. Und es sind genauso, darüber bin ich nämlich darauf gekommen, diese Möchtegern-Artikel und Möchtegern-Videos und sowas, die mich tierisch aufregen. Ja, und das ist jetzt weniger auf die Spieleindustrie selbst bezogen, sondern mehr dieses Effekthaschen. Ich habe das versehentlich bei Gamelution auch einmal gemacht mit einem Artikel zu Dying Light 2. Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt da schon fast schlechtes Gewissen bei, weil der hat so viele Klicks bekommen. Ja. Ich weiß echt nicht, warum. Ich habe einfach nur geschrieben, dass es mit Dying Light 2 ein Problem in Deutschland gibt. Ja, und habe nicht groß drüber nachgedacht, habe den Artikel so rausgehauen und habe darüber geschrieben, dass Dying Light 2 in Deutschland ja nur digital und nur geschnitten rauskommt. Ja. Und die Leute haben den Artikel verschlungen. Ja, ich weiß echt nicht, wie alle so geil auf Clickbait sein können. Ja, das ist auch so eine Sache, die mich so ein bisschen stört. Ja, es gibt immer mehr Clickbait. Dann meine ich jetzt nicht meinen Artikel. Gut, der mag vielleicht auch von der Headline her ein bisschen hart gewesen sein, an der Grenze zum guten Geschmack. Ja, aber es war keine Absicht, Leute. Aber es gibt auch mittlerweile so viele Sachen. Ich habe mittlerweile den GameStar Newsletter zum Beispiel deabonniert, weil ich jeden Tag eine Mail drin habe. PlayStation 5 kaufen, jetzt die Situation, Grafikkarten kaufen, jetzt die Situation, 3-4 Mails am Tag. Da habe ich keinen Bock mehr drauf auf sowas, ja. Wir wissen alle, Grafikkarten sind schlecht zu kriegen, die PlayStation 5 noch schlechter. Ja, Grafikkarten kriegt ihr ohne Ende, allerdings zu Preisen. Da fragt ihr euch, wie viele von euren Nieren ihr verkaufen müsst, ob ihr genug habt. Ne? Also, ganz ehrlich, ich brauche auch noch mindestens 2 Grafikkarten. Oder zumindest eine gute. Ja, aber nicht zu den Preisen. Wir waren jetzt kurz in Diskussion mit Hardwarehersteller MSI. Aber ich glaube, das wird auch keinen geben. Genauso wie wir kurz mit EVGA gesprochen haben. Ja, das wird wohl auch nichts, so wie das aussieht. Die Herrschaften haben sich nämlich nicht mehr gemeldet. Aber sei es drum. Ja, was passiert als nächstes bei mir? Bei mir wird als nächstes Gran Turismo 7 passieren. Ja, ich hoffe doch, das wird der nächste Titel werden, mit dem ich euch glücklich machen kann. Zumindest mit einem Test. Tests wird es auch noch sehr, sehr viele von mir geben. Da muss ich noch sehr, sehr viel nachschreiben jetzt momentan. Auch den Horizon Forbidden West Test. Kann ich euch an der Stelle spoilern, wer ihn nicht lesen will. Das Spiel wird 9,5 von 10 Punkten bekommen. Wie gesagt, ich fand das Spiel Bombe, super Gameplay. Allerdings leichte Fehler, so ab der Hälfte des Spiels. Scheinbar ist das Spiel irgendwie überlastet oder so. Ich weiß es nicht, aber hatte ich doch einige Schwierigkeiten. Ja, teilweise auch nicht behebbare Schwierigkeiten. Ich hatte tatsächlich 2 Fehler, die sich nicht direkt haben beheben lassen. Entweder musste ich komplett neu laden oder ich musste den Ort verlassen, die Aktion abbrechen. Es war ein Rebellenlager, das ich ausheben wollte. Und musste später nochmal wiederkommen, das Rebellenlager neu machen. Ist jetzt nicht so tragisch. Ja? Die Fehler häufen sich nicht in dem Spiel. Aber ja doch, also das sind Sachen, die habe ich im ersten Teil nicht gehabt. Und das fand ich schade. Ja, sowas finde ich einfach schade, wenn sowas passiert. Gerade bei so einem Titel, auf den man uns hat so lange warten lassen, das sind Sachen, naja, gut. Aber sei es drum, wie gesagt, es ist nichts Tragisches gewesen. Es bekommt trotzdem 9,5 von 10 Punkten. Ne? Also wenn ihr es kaufen wollt und es noch nicht gekauft habt, schlagt zu. Eiskalt. Keine Diskussion, kauft's euch, das ist super, das Spiel. Es hat richtig Laune gemacht. Ebenfalls ein Thema aus der Community war natürlich so eine kleine Reaktion auf, ich glaube, es war die Folge 1, wo ich gesagt habe, was mich persönlich richtig stört, sind Clipping-Fehler. Ja, die habe ich auch in Horizon wiedergefunden. Habe ich euch, glaube ich, aber auch in der letzten Folge schon erzählt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auch Horizon hat Clipping-Fehler. Aber nicht so extrem. Das sind so Kleinigkeiten, die mir dann halt doch auffallen, weil mich die Geschichte eben triggert. Ja, das sind so Sachen, wo ich mir denke, das kann nicht sein. Warum? Millionenprodukt. Ja, Milliardengewinne. Warum? Egal. Wie gesagt, das Spiel wird trotzdem von mir gut bewertet. Ja, es ist nichts Schlimmes passiert. Da kam dann der Kommentar, ja, dann mach doch selber mal ein kleines Spiel in Unity oder in Unreal oder sonst was und zeig uns, dass es auch ohne Clipping geht. Der Kommentar ist nett gemeint und vielleicht hat derjenige sich auch irgendwie ein bisschen angegriffen gefühlt oder so, weiß ich ja nicht. Aber selbstverständlich nicht. Ich kaufe Spiele.
Ich bezahle Geld für Spiele. Ja, ich bin nicht derjenige, der sie programmiert. Ich wäre gerne derjenige, der sie programmiert. Und ich habe mich auch über die Funktionen und sowas informiert. Und ich habe auch selber in Unity schon Spiele gemacht. Kleine Spiele, nichts Großes. Nichts Besonderes. Ich bin kein Spieleentwickler und werde es leider auch nie werden. Ja, ich könnte euch Stories entwickeln. Ja, das habe ich schon geschafft, ohne Probleme. Da werde ich euch vielleicht mal irgendwann eine Geschichte erzählen, die ich innerhalb von 24 Stunden entwickelt habe. Ja, und irgendwann erzähle ich euch natürlich auch die Geschichte des RPG-Maker-Spiels, das ich mit euch entwickeln will. Es wird sich leider noch etwas ziehen, bis ich damit anfangen kann. Storytechnisch bin ich schon da. Wobei mir gerade einfällt, nein, ich hatte die Idee eigentlich verworfen, ne? Ja, ich habe ein neues Spiel, das ich mit euch machen möchte, das schneller und einfacher ist, richtig. Ja, richtig. Dann könnte ich die Story, die ich vorher hatte, von der ich gerade geredet habe, ja eigentlich doch, wenn ich irgendwann mal Unity oder Unreal lerne, was nie passieren wird, glaube ich, da weiterverwenden. Naja, vielleicht verschenke ich die Story irgendwann mal und die Geschichte. Weil die Geschichte ist echt gut. Oder ich schreibe mal wieder ein Buch. Lest ihr noch Bücher? Fantasy-Bücher? Habt ihr da überhaupt noch Interesse an sowas? Ich weiß es nicht. Die Idee kommt mir gerade gar nicht so verkehrt vor. Ja, es ist lange her, dass ich das letzte Mal ein Buch geschrieben habe. Ja, ich habe einige geschrieben. Soll man nicht meinen. Es waren, glaube ich, 13 Stück oder so. 12 oder 13 Stück habe ich geschrieben. Bin mir da gar nicht mehr so sicher, wie viele es waren. Existieren nicht mehr viele von. Auch die Manuskripte nicht mehr und die Skripte dazu. Also, da gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten. Aber trotzdem. Hätte ich nochmal Bock drauf, glaube ich. Und wenn sich hier eine Community findet, die da wirklich dran interessiert ist, also jetzt nicht so 2-3 Leute oder so, ja, dann kann man das vielleicht tatsächlich irgendwann mal umsetzen. Doch, Leute, die Idee gefällt mir. Die Idee gefällt mir. Aber zuerst machen wir natürlich das RPG-Maker-Spiel, das ich mit euch machen wollte, tutorialmäßig. Es wird Down the Road heißen. Das darf ich euch an der Stelle schon mal spoilern. Ja, und es wird ein relativ einfaches Spiel. Es wird nichts Großes, ja. Es wird aber was anderes. Es wird kein klassisches RPG, so wie man es kennt. Auch wenn es der RPG-Maker ist. Ja, es wird mehr so ein bisschen... Na, ich glaube, das spoilere ich nicht. Oder wollt ihr das, dass ich das spoilere? Nein, ich glaube, ihr wollt doch, dass ich die Folgen mache. Endlich mal. Und dass ihr da was seht und was hört und was lernt. Oder vielleicht auch nicht, je nachdem. Vielleicht bringt ja auch ihr mir wieder mehr bei, als ich euch. Ja. Wobei mir dann einfällt, ja, natürlich, der RPG-Maker gehört ja auch in die Sachen, die mich früher und heute schon richtig, richtig geflasht haben. Ja, also so einfach eine komplette Engine zu programmieren von Spielen. Und ich habe viele Programmier-Engines ausprobiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fing schon am C64 an, wo ich selbst in Basic programmiert habe. Am Amiga das 3D Game Construction Kit. Dann am PC waren es... Och, was war das alles? Game Maker, Unreal Unity natürlich, der RPG Maker, App Game Kit, da waren auf jeden Fall noch einen ganzen Haufen mehr. Ja, ich habe ziemlich viel probiert. Und ja, ich sag mal, der RPG Maker ist das Einzige, was mir so momentan geblieben ist, weil er doch relativ zügig Ergebnisse erzielt. Ja. Ich wünschte auch, ich könnte selber Grafiken erstellen für so ein Spiel. Da hätte ich echt Bock drauf. Aber, naja. Lassen wir das Thema Zeichnen mal lieber ruhen. Euer Frank hat das schon mehrfach versucht und auch teilweise tatsächlich viel Geld ausgegeben. Ja, nicht ganz so viel Geld wie für meine Idee, Gitarre spielen zu lernen. Das war was ich immer wollte. Das wollte ich als Kind schon. Aber, naja, ich hatte nie Zeit dafür. Ja, meine Eltern waren da nie für und ja. Dann habe ich mir halt mal eine vernünftige Gitarre und Rocksmith für die PS3 geholt und dann wollte ich das lernen. Das hat sogar bis zu einem gewissen Grad ganz gut funktioniert, bis es, falls wir hier Gitarrenspieler haben, die es wirklich so ein bisschen nachvollziehen können, es waren die Barré-Griffe. Sobald ich anfangen musste, mit meinen Fingern mehr als 2 oder 3 Noten zu tippen oder einen Barré-Griff zu machen, war es vorbei. Ja, das habe ich nie hingekriegt. Ich habe es nicht geschafft, eine einzelne Seite zu erwischen. Ich habe immer 2 Seiten erwischt. Vielleicht habe ich zu dicke Finger. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich echt so eine Wurstlappen. Ich kann es euch nicht sagen. Ich hatte mal überlegt, ob ich dann zwischendurch vielleicht mal irgendwo Gitarrenstunden nehme und mir das wirklich mal angucke. Aber dann habe ich mir auch gedacht, komm, nee, das ist wieder nur rausgeworfenes Geld. Lass die Scheiße bleiben. Und ja,
Schade, ich habe viele Träume, viele davon nicht verfolgt. Ich hoffe, ihr macht das besser da draußen. Definitiv. Egal, ob ihr jetzt Entwickler seid oder ob ihr Gamer seid, denkt immer an eure Träume und wartet nicht mit dem Durchziehen. Das würde ich mal so an der Stelle sagen, so als Fazit für heute. Ja, es ist ja auch mit den Games dasselbe im Prinzip. Ich habe so viele Spiele hier, die ich irgendwann mal noch spielen möchte. Wahrscheinlich gammeln mir eher die CDs weg, als dass das passiert, dass ich die spiele. Ja, dafür ist meine Sammlung mittlerweile einfach viel zu groß. Ich müsste tatsächlich Assassin's Creed-Teile, ich glaube, tatsächlich noch auf der PS3 nachholen. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass ich dann PS4-Teile spielen könnte. Ja, teilweise, wo ich Upgrades für die PS4 kriege und ja, wir sind in PS5-Zeiten. Bis ich dazu komme, haben wir bestimmt die PS7 oder PS8. Wer weiß, ob es meine PS3 dann überhaupt noch tut. Ja, das ist genauso wie mit den VR-Spielen. Ich habe momentan das zweite PlayStation VR-Headset. Leider ist da ein Pixel kaputt gegangen. Ich habe mir extra das neue gekauft, damit ich nicht mehr umstecken muss und nichts. Und dann geht mir da einer von meinen Display-Pixeln kaputt. Das Problem ist, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es mir dann doch aufgefallen ist. Und ab dem Zeitpunkt triggert mich sowas. Ich kann nirgendwo anders hingucken als auf diesen einen Pixel. Und das hat für das jetzige VR-Headset zumindest, ich sag mal so ein bisschen, das Ende bedeutet. Ja? Wenn ihr nur noch auf diesen einen kaputten Punkt gucken könnt, dann ist es vorbei. Ja, das nervt so und das stört so. Ja, es ist eine sehr tragische und schlimme Geschichte, weil ich glaube, außer ganz, ganz dunklen Spielen kann ich damit nichts mehr spielen. Ja, Beat Saber geht vielleicht gerade noch so. Da konzentriere ich mich noch auf andere Sachen, weil ich habe es auch nicht mehr ausprobiert, weil ich Angst habe, dass es mir echt den Spaß daran versaut. Deshalb hoffe ich auf das neue VR-Headset. In der Hoffnung, dass ich mir bis dahin auch zusammengespart kriege. Ich will gar nicht wissen, was es kostet. Wenn ich mir die technischen Daten dazu angucke, dann könnte es durchaus sein, dass das Ding 700-800 Euro kostet. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube zwar nicht, dass Sony das durchziehen würde, solche Preise, aber naja, wer weiß, wer weiß. Wird sowieso immer alles teurer im Moment. Und ich glaube, die aktuelle Situation wird jetzt auch nichts mehr billiger machen. In der nächsten Zeit. Was bin ich froh, dass ich genug sparsame Geräte und sowas angeschafft habe. Ja. Aktuell bin ich auch durchaus in der Lage, statt mit meinem dicken, fetten Gaming-PC die meisten Sachen mit einem 14 Watt Mini-Rechner zu machen. Ja, und 14 Watt ist gar nichts. Im Vergleich zu meinem Gaming-PC. Der dann doch schon mal seine 160, 170 Watt im Leerlauf nimmt. Ja, und bei so einer Codierung hier, wenn ich einen Podcast aufzeichne, dann kann das auch schnell mal was mehr werden. Ja. Ja, Effizienz ist immer so eine Sache, über die wir uns auch alle Gedanken machen sollten. Denke ich so ein bisschen. Ja, ich bin so ein bisschen melancholisch drauf, Leute. Nehmt's mir nicht übel, aber das mit meinem Vater geht mir doch schon ganz schön an die Nieren so ein bisschen. Und ja, ich weiß nicht wirklich, was ich machen soll, wenn jetzt da irgendwie was Heftigeres passiert. Ja, also die Demenz einsetzt oder sowas. Oder Parkinson, alles in der Familie drin gewesen. Ja, ich kann es euch nicht sagen. Deshalb habe ich auch jetzt nicht so mehr wichtige Themen momentan auf dem Deckel für euch. Das ist eine etwas komische Woche gewesen. Ich habe die ganze Woche schon komisch geschlafen. Und sogar noch bevor ich das erfahren habe. Weil ich habe eigentlich erst gestern erfahren, dass es dem seit 2 Wochen schon schlecht geht. Ja, das muss man da wieder über 3 Ecken erfahren, ne? Weil der Mann sich nicht bei mir meldet. Ja gut, jetzt könnte man natürlich böse sagen, ja, warum hast du dich nicht gemeldet? Ja, ich hatte einen Job als Corona-Türsteher. Da bleibe ich natürlich so lange von alten Menschen fern, ja, bis sicher ist, nein, ich habe definitiv kein Corona. Ist ja wohl logisch, ne? Da bringt man seine eigenen Verwandten ja nicht in Lebensgefahr. Naja, und dann sowas. Mir sagt er am Telefon, es ist alles in Ordnung. Und dann ruft seine Freundin an und heult sich bei uns aus, dass es ihm schon seit mehr als zwei Wochen so schlecht geht, seit fast 3. Jo, nicht leicht, nicht leicht. Ja gut, aber meine persönlichen Probleme sollen nicht zu euren Problemen werden. Aus diesem Grund möchte ich an der Stelle nochmal sagen, danke, dass ihr dabei gewesen seid und danke, dass ihr euch das auch angehört habt. Wenn ihr spezielle Themen habt, über die wir reden sollen oder die ihr gerne hören wollt, haut sie einfach mal in die Kommentare rein. Ich würde mich sowieso über jeden Kommentar freuen, den ihr hier ablasst.
Ja, egal zu welchem Thema, wir können auch gerne diskutieren, solange wie ihr natürlich bei YouTube diesen Podcast hier hört oder runterladet, habt ihr natürlich das Kommentarfeld. Ja, und da würde ich mich auch über ein Like ganz groß freuen und auch über Kanalabo, wenn ihr da Bock drauf habt. Wir sind kurz vor den 300. Ja, da krebs ich jetzt schon ein paar Monate lang rum und wer weiß, vielleicht mache ich ja, wenn die 300 voll ist, tatsächlich ein Gewinnspiel. Wollte ich eigentlich erst bei 500 machen, aber irgendwie ist diese 300 so eine Zahl, ja doch, die interessiert mich. Finde ich jetzt interessant, weil ich weiß nicht, wo das Problem ist. Bis zur 250 ging es zügig, dann ging es schleppend bis jetzt auf 290. Jetzt hat es Monate gedauert, auf 295 zu kommen. Ich weiß nicht, also es fehlt noch ein kleiner Tick für auf die 300. Mein erklärtes Ziel ist auf jeden Fall, in diesem Jahr auf die 500 zu kommen, Ende des Jahres. Ja, das wäre mein persönlicher Wunsch. Dafür muss ich natürlich einiges machen und da habe ich natürlich auch einiges für euch vorbereitet. Ihr werdet in demnächst Videos von mir bekommen, die ein paar redaktionellere Inhalte haben. Also nicht nur reine Let's Plays, sondern auch habe ich jetzt vor, ein Video zu machen. Habe ich auch tatsächlich schon viel Geld für ausgegeben. Mit einem kleinen Hinweis, was braucht ihr zum Streamen wirklich? Ja, wir haben ja hier in der Community auch viele Streamer und Leute, die streamen wollen. Und da muss ich doch ganz ehrlich sagen, ich habe ja in meinem langen Leben schon viel Hardware gekauft und ja, ich habe euch eigentlich schon verabschiedet, ne? Viel Hardware schon gekauft in meinem Leben und billige sowie teure. Und es regt mich immer tierisch auf, wenn irgendwer in irgendeiner Social Media Gruppe oder was fragt, ey, ich bin Einsteiger, was soll ich mir kaufen? Ja, und dann kommt als ultimative Antwort, kauf dir Elgato. Ja, die Sachen von Elgato sind bestimmt nicht schlecht. Aber ich kann euch genug dazu sagen, dass ihr Elgato nicht braucht. Ihr müsst bei weitem nicht so viel ausgeben. Ja, also das ist kompletter Unsinn. Ja, und da möchte ich mal ein Video drüber machen, zu billiger und zu teurer Hardware. Was kann ich machen, was kann ich nicht machen? Wie viel muss ich denn nun wirklich mindestens ausgeben, ja, um was Vernünftiges zu bekommen? Und da nicht irgendwie von der Qualität her hinterher zu hinken und auszusehen, als wäre ich der letzte Kacknoob. Ja, also. Und das geht. Ihr müsst dafür nicht viel Kohle aufwenden. Aber das Video kommt demnächst noch mit genauen Daten und genauen Preisen und einer genauen Erklärung, was ihr wirklich braucht, was ihr nicht braucht. Und ja, freut euch drauf. Ja, wenn ihr sonst noch irgendwelche Interessen habt in der Richtung, gerade was Hardware, Software angeht, dann haut es einfach in die Kommentare rein. Wie gesagt, das Kommentarfeld ist genau dafür da. Ja, ich werde versuchen, euch alle Informationen zu geben, die ich habe und natürlich auch so gut, wie ich sie habe. Und selbstverständlich werdet ihr von mir nie hören. Ich weiß das aber, dass das so ist, wenn es nicht so ist. Ja, also ich bin durchaus ein Mensch, der auch seine Fehler oder seine Wissenslücken zugeben kann oder zumindest weiß, wo er sie recherchieren kann. Und das auch zuverlässig und vernünftig. Gut, in diesem Sinne jetzt aber wirklich, wirklich, wirklich danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hinterlasst mal ein Like und Kanalabo. Wie gesagt, Diskussionen und Themen hier unten bei YouTube im Kommentarfeld jederzeit möglich. Ich werde mein Bestes geben, alle Kommentare zu beantworten und natürlich auch für euch da zu sein, falls ihr Fragen habt. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächsten Sonntag in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und einen super Start in die kommende Woche, ne? Für heute bin ich mal raus. Euer Big Frank von Big Frank Gaming. Ciao, ciao.